gut, die Dockratten hättest du also erledigt. Zum Heer der Helden gehörst du damit aber noch nicht. Kaum lässt man seine Arbeit als Dockrattenvernichter mal ein paar Wochen ruhen, schon vermehren sie sich wie die Heuschrecken. Ach, nichts. Mhm. Ich kann davon nichts gebrauchen. Aber ich nehme dann trotzdem irgendwas. Ich soll dir etwas über diesen Gigant verraten. Wie willst du den denn noch auch nur einen Kratzer zufügen, wenn du schon mit ein paar Ratten solche Probleme hast? Hä? Ich würde dir ja gerne verraten, wie ich ihn mit meinen bloßen Händen erwürgt habe. Aber dich plättet der doch mit einem ungezielten Felsbrocken aus 1000 Jahren Entfernung. Na gut, wenn du mir die Gobue-Farmerin beseitigst, helfe ich dir, von dem Dings da massakriert zu werden. Die Gobue wird nämlich von dem Mehl angelockt und veranstaltet in den Mühlen eine Riesensauerei. So ein hehrer Held des Heers der Helden, wie ich es bin, könnte sie natürlich im Nullkomma nichts beseitigen. Aber wie heißt es doch so schön? Dem Nachwuchs eine Chance? Wollen wir doch mal sehen, ob du dem Biest gewachsen bist. Schau dich in der Nähe mal um, dann wird die Gobue schon rauskommen. Gobue oder wie auch immer. Oh Gott, dieser Kerl. Merkt man, dass ich kein Fan von dem bin? Und wir warten und wir warten und wir warten und da. Wow. Aber hey, die Quests gehen dafür schon herum. Schon zurück. Und du hast die Gobue-Farmerin beseitigt? Mein lieber Schwan. Nicht schlecht. Für einen Anfänger wie dich, ein echter Held, hätte sie natürlich viel schneller zur Strecke gebracht. Ach, leck mich doch am Pippis. Die Gobue-Farmerin war natürlich nur zum Aufwärmen. Der eigentliche Test ist... dieses Schokoküken da auf der Wange... Trachtum, hast du endlich die Gobue-Farmerin beseitigt? Wenn du wieder so trödest, werde ich die Belohnung jemand anderem. Ah, der Herr Windradhüter. Keine Sorge, ich habe das Wurzel bereits beseitigt. Du? Obwohl ich dich hier nur in der Hütte rumhocken sehen habe, wie willst du das denn gemacht haben? Wirklich? Habe ich doch, oder? Diese Abenteurerin sieht aus, als hätte sie etwas auf dem Kasten. Für die wäre es sicher kein Problem. Zweifelt ihr an meinen Fähigkeiten? Ich bin Trachtum vom Heer der Helden, Bezwinger des Hydranten. Ah, er sagt es ja doch noch. Ich wusste nicht, ob er Hydrant sagt. Titan! Der Primae heißt Titan! Nicht Gigant, Migrant oder Hydrant. Was redest du denn für einen Unfug? Nein, ich verstehe das falsch. Wir beim Heer der Helden haben ihn so genannt. Ein Spitzname. Genau, Spitznamen sind das. Ich kann deine Lügen nicht mehr hören. Ich habe dich als Wachmann für die Windräder eingestellt. Und du machst nichts anderes, als hier in der Hütte zu sitzen. Wenn du wirklich die Gobue erschlagen hast, wird es auch kein Problem für dich sein, wir können unter Beweis zu stellen. Zum Beispiel im Wettkampf gegen diese Abenteurerin hier. Wollen wir doch mal sehen, was du drauf hast. Edgy Badge. Ich glaube, unser Charakter denkt sich auch nur so, warum muss ich jetzt eigentlich wieder leiden? Was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Schlimmste ist, ich muss dafür die Suche abbrechen. Okay. Nee, keine Gruppe. Also passt. Wollen wir doch mal sehen, wer der Stärkere ist. Wer zuerst seinen Felsen zerstört hat, gewinnt. Schlag auf den Felsen ein. Nicht auf mich, hörst du. Wenn du mich angreifst, ist das disqualifiziert. Schade. Sind die Steine auch gleich groß? Aber so, jetzt los geht's. Es ist halt eigentlich unfair, ne? Der mit seinem kleinen Mini-Felsen. Ich bin schon wieder in der Mauser.
Sollte mich ranhalten. So. Es tut mir leid, ich gebe alles zu. Ich bin gar kein Held, nur ein ganz gewöhnlicher Soldat. Ich hatte es mir ja schon fast gedacht. Warum sollte sich einer vom Heer der Helden auch gerade hier im Windpark einen Job suchen? Wie auch immer, du bist gefeuert. Bitte nicht, ich verspreche, dass ich mich in Zukunft anstrenge. Ach, hätte ich mich doch nun nicht als Held ausgegeben. An der Sonnenküste hatte ich einen Vorgesetzten, der war wirklich beim Heer der Helden. Da habe ich aufgeschnappt und da habe ich mir gedacht, klingt gut, das benutze ich. Ich habe mir nichts Böses dabei gedacht, ich wollte mich doch nur interessant machen. Ein kleiner, langweiliger Wachmann wie ich feuert mich nicht. Du willst so etwas über Titan wissen, richtig? Dann sprich mit meinem Vorgesetzten. Sein Name ist Wesket. Und er ist ein echter Held. Siehst du, ich habe dir geholfen, wie ich es versprochen hatte. Tu nur etwas, damit mir nicht gekündigt wird. Boah, dieser Kerl, ey, ne? Dieser Kerl. Na, da waren wir sogar schon. Ja, doch, muss. Ist ja logisch. Wir waren ja mit der Bahn da schon unterwegs. Schalt gleich mal auf Bestiarium und dann gucke ich mal. Dass ich. Kobold-Missionar. Kobold-Missionar. Rotgischt. Da unten. Aber. Ich glaube, die sind auch eher hier oben. Irgendwo. Ich glaube, unten waren die nicht. Die waren oben. Schauen wir mal. Ne, das sind Quirken. Die brauchen wir nicht. Quirkens brauchen wir nicht. Waren die doch da unten? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Kann auch da hinten gewesen sein. Ich suche die gerade mal. Oh, ich spinne OBS schon wieder. Ernsthaft? Wolltest du mich verarschen? Es flackert halt immer. Das Programm. Ich muss immer noch das lange reinpacken. Hallo, Iron. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ich muss unbedingt das lange wieder reinpacken. Da sind die Kobolde. Wie viel gibt's dafür? 590. Was soll's uns selbst? No, wieso denn? Was ist denn los bei dir? Wird mir hier, glaube ich, nicht mehr angreifen. Bei mir geht es soweit ganz gut. Ein bisschen müde. Halt ist mir nicht mehr. Ich habe jetzt hier eine Heizung. Aber so positiv zum Glück nur leichte Formwurm. Ist ja trotzdem doof. Ach, scheiße. Dann gute Besserung dir. Boah, das ist aber echt Mist. Das ist echt Mist. Dann hoffe ich, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Dass du schnell wieder negativ bist. Aber zurzeit sind wir einige positiv. Sogar aus dem Bekanntenkreis. Bei mir. Auch gerade einige positiv. Ich hatte jetzt auch Angst, dass ich mich nach dem letzten Wochenende, wo wir in der Westernstadt waren, auch angesteckt habe, aber Gott sei Dank nicht. Das erste Mal, ach, scheiße. Also ich hatte schon einmal. Ich habe bis jetzt noch Nachwirkungen. Nicht großartige, aber ich habe welche. Ich glaube, es erwischt jeden irgendwann mal. Wobei zum Glück meine Großmutter hat es bisher auch noch nicht. Da bin ich ganz dankbar für. Bei wie viel war ich jetzt? Bei 4000, ne? 4360. Die Dauerkopfschmerzen, die Müdigkeit. Ja, das glaube ich.
Also bei mir war es eigentlich das Fieber. Tatsächlich, bei mir war Fieber am schlimmsten. So, da muss ich gar nicht. Doch, ich muss da vorne hin. Und vor allem bei mir war es halt so, einen Tag ging es mir richtig gut, den anderen Tag richtig übel. Dann, den nächsten Tag ging es wieder, der andere Tag war wieder richtig schlimm. Also bei mir war das so ein Wechsel. Kitty! Hallöchen! Habt ihr einen wundervollen Abend? Wie geht's? Wie kann ich euch helfen? Ist das euer Ernst? Ihr wollt den Prima die Titan bezwingen? So ist es, und zwar unverzüglich, bevor Limsa Luminsa einen Nachteil erleidet. Unverzüglich. Ha, ihr wisst wohl nicht, was es heißt, einem Prima ihr gegenüberzutreten. Wissen wir doch. Ob du es glaubst oder nicht, Aldaria Eissatze hat den Prima ihr Ifrit besiegt. Sie besitzt eine besondere Gabe. Sie ist unempfänglich für die Beeinflussung durch Prima ihr. Wir wissen um die Gefahren. Deswegen wenden wir uns an ein echtes Mitglied des Heers der Helden, an dich. Erklär uns, wie man unbeschadet bis zum Prima ihr Titan vordringt. Das kommt mir doch bekannt vor. Aber egal, unempfänglich für die Beeinflussung, sagst du. Fieber habe ich gar nicht. Husten war nur 1,5 Tage. Kaum Geschmack. Das war creepy. Ja, das stimmt. Also geschmeckt habe ich, glaube ich, 2 Wochen lang nichts mehr. Gerochen habe ich. Doch, riechen konnte ich. Riechen konnte ich, aber ich konnte nicht schmecken. Das war ganz seltsam. Ich habe jetzt nicht viel gerochen, aber so, wenn Frisches mir zum Beispiel eine Suppe oder sowas gemacht hat. Und da so Lauch und so drin war, das habe ich zum Beispiel gerochen. Das war ganz seltsam bei mir. So geschmeckt habe ich dann aber wiederum nichts. So, Fieber hatte ich dann halt. Schüttelfrost, Husten, Schnupfen. Und bei mir war es halt, ich dachte erst, okay, ich habe eine normale Erkältung. 6 Tage lang negativ. Am 6. Tag, wo Frisches ein wichtiges Meeting auf der Arbeit hatte, positiv. Dann war ich, glaube ich, 4 Tage positiv und dann war ich direkt negativ. Obwohl es mir immer noch genauso scheiße ging. Dann aber auch durchgehend negativ. 2 Wochen und jetzt habe ich halt immer noch Probleme, wenn ich zum Beispiel die Treppe hochgehe oder renne bzw. laufe, dass ich dann halt nicht richtig atmen kann. Also das habe ich immer noch. So bei Spaziergehen jetzt nicht so. Es sei denn, das geht jetzt 5-6 Stunden. Dann schon, aber wie gesagt, wenn ich mich halt jetzt sehr anstrenge, habe ich halt doch schon starke Probleme mit der Atmung. Aber es geht. Ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, kann jetzt nichts mehr machen. Also ich glaube, da trifft es andere Menschen schlimmer. Deutlich schlimmer. Das freut mich, dass es dir gut geht, Kitty. Beziehungsweise sehr gut. Hat das einen Grund oder einfach nur so? Wir vom Heer der Helden hatten zunächst keine Ahnung, worauf wir uns einließen. Wir dachten nur an den Ruhm. Ohne uns um die Verluste zu kümmern, haben wir es mit einem Primär nach dem anderen aufgenommen. Von allen Primär war Titan der Stärkste. Ich habe viele gute Kameraden an ihn verloren. Diese Gabe, von der ihr sprecht, sie klingt nach einem Vorteil, den wir nicht hatten. Warum sollte ich euch helfen? Ihr würdet so oder so vernichtet werden. Glaub, was du möchtest. Wir werden es versuchen. Um Limsa Luminsa und Eosea zu retten. Ich habe im Kampf gegen die Primae und während der 7. Katastrophe viele Kameraden verloren und selbst schwere Verwundungen erlitten. Das Heer der Helden wurde aufgelöst, wie ihr wisst, und dennoch verdinge ich mich immer noch als Söldner. Gott. Einfach so. Okay. Ja, ich dachte, ich frag mal, weil es kann ja sein, dass es irgendeinen Grund dafür gibt. Und zwar als Hauptmann der Wache bei Meister Jijiruju, der hier an der Sonnenküste residiert. Der Meister hat immer, sagen wir mal, interessante Aufträge für seine Untertanen. Da fällt mir ein, es gibt da etwas, das ihr für mich erledigen könntet. Jetzt reicht es aber. Will denn nicht einmal mehr einer vom Heer der Helden dabei helfen, einer Bedrohung für ganz Eosea die Stirn zu bieten, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen? Dann lasst es eben. Sucht euch allein einen Weg in den Krater des Vulkans Ogomoro. Helft mir oder helft mir nicht. Ihr habt die Wahl. Eine tolle Wahl nenne ich das. Erpressung wäre das treffende Wort. Ich glaube, du bist die Einzige, auf die man sich hier noch verlassen kann. Zeig dir im sturen Bock, was in dir steckt. Und dann nichts wie weg hier. Also, das ist die richtige Einstellung. Packen wir es an.
Hilfst du diesem Opportunisten? Ich werde sehen, was ich noch an Informationen ausgraben kann. Für den Fall, dass wir wieder einem Angeber aufgesessen sind. Hat auch einen Grund, dann kann ich hier nicht schreiben. Irgendwie geht's auch ohne den Grund super. Das ist schön, das freut mich. So, ich werde mir jetzt aber einmal ganz kurz was zu essen machen. Weil um 20 Uhr kommt Sio. Ich habe die Hoffnung, dass ich danach vielleicht noch eine kurze Ini schaffe, um vielleicht noch ein paar Level gut zu machen. Weil ich will jetzt die Quest hier eigentlich nicht machen, weil ich dafür die nächste Klasse hochziehen will. Sondern wahrscheinlich Gladiator sein wird. Oder Taumaturg, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Und ja, ich mache mir einmal kurz was zu essen. Es kann etwas dauern. Frisches ist gerade nicht da. Frisches muss noch was erledigen. Obwohl er krank ist, aber es geht ihm halt schon wieder besser. Er musste jetzt noch mal kurz was erledigen. Da kommt, glaube ich, jetzt in 1,5 Stunden zurück. Und ja, ich will nicht während der Runde dann was zu essen machen müssen. Deswegen... Es kann diesmal ein bisschen länger dauern. Schreibt gern. Unterhaltet euch. Und ich bin dann gleich wieder zurück. Ich versuche, dass es schnell geht. Egal, ich suche erstmal hier die Dinger hier. Aber eigentlich müsste ich einmal den Tempel von Quan machen, ne? Tempel fliegen. Und das Ding. Egal, ich versuch's. Muss ich auch noch machen. Echt? Ja, ich weiß also nicht, ob ich es schaffe, weil um 20 Uhr wechsle ich ja das Spiel. Aber ich versuche es jetzt einfach. Ach ja, stimmt, du hast ja noch den Lala. Stimmt. Südliches Tanalan. Ja, dann gehe ich erstmal südliches Tanalan. Na, lass gerade in Hauke. Ah! Ja, da war ich vorhin. Da war ich vorhin. Hauke habe ich schon abgefrühstückt. Glücklicherweise. War da vorhin aber per Inhaltshelfer drin. Weil DD findet keine Gruppe. Darum muss ich. Zandrak ist da unten. Okay, dann muss ich erstmal runter. Na, 15 Minuten wird sehr knapp, ne? Egal. Vielleicht nach DBD. Mal gucken. Weiß ja noch nicht, wie lange wir DBD machen. Ja, wir schaffen es aber trotzdem nicht mehr. Ich meine, ich habe jetzt noch 15 Minuten. Also, ein bisschen knapp. Das ist alles ein bisschen knapp. Wenn du magst. Wenn du um 21:30 Zeit hast, kannst du gerne mitmachen. Gegessen habe ich, passt also. Super. Was gab's denn bei dir?
Was gab's denn bei dir Leckeres? Ich brauche noch 1000. 1000 Stück Bräu noch. Was mit dem? Okay. Lamm ist nicht ganz so meins. Ich mag den Nachgeschmack von Lamm immer nicht. Es schmeckt mir zu intensiv. So, erstmal kurz da zum Etheriten hin. Und dann suche ich mir gleich meine Typis da. Huch. Nee, ich wollte nichts in die Gruppe schreiben. Okay, die bringt 500. Kriegen wir hin, hoffe ich. Müsste irgendwo da hinten sein. Hoffe ich. Also, und wo können wir danach noch hin? Rein theoretisch in den Ostwald. Da hinten. Dezent verlaufen. Well, meine Gabel. Aber wenigstens schaffe ich es noch die 6000. Ja, dann können wir nämlich Ausrüstungsgegenstände mal eintauschen für die Wertmarken. Oh jo, gegen Staatszahler. Jo.
Dann Ostwald. Lärchenruf, also da hinten. Müsste aber, glaube ich, auch aus dieser Richtung gehen. Wenn wir dann von da reingehen. Ist, glaube ich, sinnvoller. Was tut man nicht alles für seine Wertmarken? Beziehungsweise für seinen Rang. Na, mir fehlt nur noch dieser eine Rang. Eiferin. Brauchen die Käferin. Käferin. Wie viele brauche ich? 3. Ja, Prost Mahlzeit. Kitty! Hallo. Achso. Hallo, Kitty. Oh mein Gott, da hinten ist auch noch eine. Ganz da in der Ecke. Alter. Nein, nein. Oh mein Gott. Ja, dich brauche ich. Danke. Ich sterbe jetzt eh. Jetzt ist es eh egal. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, Kitty stirbt als erstes. Stirb, du großer, fetter Moorball. Einer ist weg. Nein. Rein theoretisch kann ich dich hier noch wiederbeleben. Wenn ich jetzt überleben sollte. Was gar nicht dann aussieht. Leider. Jetzt sieht leider nicht danach aus. Ich sterbe auch elendig. Ich sterbe elendig. Okay. Hey, wir haben uns gut gehalten. No. Ich könnte das eigentlich gleich mit meinem Baden machen. Der ist 50. Na, mit meinem Heiler kann ich es auch machen. Und zurück, Marsch. Aber muss ich noch. Hm.
Schön, die anzuklicken. Ja, alles gut. Ich wechsle mal kurz auf Bade. Ich brauche nur noch eine, glaube ich. Yep, eine. Mit Glück ist sie gespawnt. Erneut. Mit Pech nicht. Kann hier nicht eine bei sein? Da ist eine. Warum war die eben nicht hier? Hi. Warum habe ich das eben nicht so gemacht? Auf den Gedanken musst du doch erstmal kommen, ne? Wunderbar. Hi. Danke, Kitty. Warte. Genug habe ich jetzt, ne? Ja. Sehr nice. Ich kann mich befördern lassen. Wenn er mir jetzt sagt, ich muss das Album erst fertig machen, ne? Dann kotze ich. Aber ich glaube nicht. Da muss ich es meine noch nicht fertig machen. Habe ich auch gerade das neu bekommen. Und dann kommen wir sogar fast noch pünktlich. Auch nur fast. Alter, Internet. Spiel! Bau dich schneller auf! WB Hybrid? Nein. Dahin. Oh, befördern. Geil. Yay. Und liefern jetzt ein Vertrauen, die für Experten bestimmt sind. Wir werden alle weiterhin den 20 Schlangenjüngern. Ja, danke. Nice. Ja gut, das gebe ich nicht weg, ne? alle Anzeigen. Ausrüstungssets, Gegenstände verbergen, ja. Weg. Auch erstmal weg. Auch erstmal weg. Auch erstmal weg. Das meiste kriege ich 30.000 Mal nochmal. Haha, mal nochmal. Okay. Das meiste davon kriege ich so oft. Brauche ich nicht nochmal. Ohrringe brauche ich sowieso nicht. Gut, Bogen brauche ich eh nicht. Stab brauche ich auch nicht mehr. Ich mach mal. Das kann ein bisschen dauern. Das meiste kriege ich durch Innis und so weiter eh wieder. Daher ist mir das jetzt erstmal. Hose wie Jacke hier. Wie viel kann ich nehmen? Ah doch, ich habe genug. Drei Jahren bin ich fertig.
Sio wartet ja auch nicht schon auf mich. Ich hab's gleich. Geht gleich weiter. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um eine gewisse Uhrzeit. Ich hab's gleich. Nein, kein Gegengift. Und bitte nicht. 27. Warte mal. Nee, das ist 26. Ist eine gerade Zahl. Passt. Oh, nein. Kein... Oh, jetzt habe ich abgeschnitten. Passt. Was tut er da? Egal. Ich frag lieber nicht. Ich eile, ich komme. Bin bald so weit. Lad schneller! Unternehmung, komm, mach mal Gewässererkundung. Ich glaube nicht, dass ich heute nochmal online komme. Ich habe zwar, ich wünsche es mir zwar. Schneller Streifzug. Aber ich glaube es jetzt einfach mal nicht. Welterkundung. So. Wunderbar. Pass auf, jetzt muss ich Golfit updaten. Das wär's jetzt.